light shines on all of us after the darkness falls. Illuminate the choices we made as we follow fate's treacherous sinuous way. Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach neben Heißbruck im Nürnberger Land zum Newsletter 110. Wir wollen Sie heute zum Sektschlürfen am Heiligen Morgen einladen, eine Traditionsveranstaltung, die aus einer albernen Wette mal in der Buchhandlung Schöber 1985 entstanden ist. So ganz nebenbei können Sie dabei erleben, wie das Garn im Vakuum funktioniert, welches Insider-Solid-Garn nennen und welches ganz viele unserer Kunden mit Dampfgarern mit Hilfe eines Vakuumierers und dem richtigen Kochbuch offenstehen. Außerdem finden Sie in unserer Ausstellung neben Giovannis und Schneidbrettern sicher noch was Nettes, was Sie sich auch mal selbst schenken können. So eine Küche zum Beispiel oder einen Relaxsessel von Jori, zu denen es bis Silvester das Nackenkissen sogar noch kostenlos gibt. Wir würden Ihnen auch noch gerne unseren neuen Magnetmesserblock vorstellen, den wir deshalb selbst gemacht haben, weil es uns so genervt hat, dass bei anderen Modellen die kleinen Messer nie halten. Man kann ihn auch an die Wand schrauben oder an die Röselschiene hängen. Sollte der Kalender nicht bei Ihnen angekommen sein, rufen Sie uns bitte einfach an, dann kümmern wir uns drum. Und wenn Sie unseren Fragebogen zurückschicken, dann können Sie noch eins von 10 Nürnberg-Büchern Lebensart genießen gewinnen. Wir haben einen kleinen Spot für unser City-Kino und die Website haben wir noch gedreht. Nicht ganz so albern wie den ersten Kinospot. Schauen Sie mal an, wie er Ihnen gefällt. Die wichtigste Botschaft des Newsletters 110 ist aber, dass wir vor, zwischen und nach den Feiertagen durchgehend für Sie da sind und uns freuen würden, wenn Sie uns in Unterkrumbach besuchen. Das ganze Team der Möbelmacher wünscht Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Unterkrumbach, vielleicht sogar zum Sektschlürfen am Heiligen Morgen. Bis bald!